Morgen. Wir sind abfahrbereit. 4 Tage hier im Harzer Feriengarten. Wirklich ein guter Campingplatz. 11 Stellplätze. Jeder Stellplatz hat sein eigenes Sanitär, sein eigenes Bad. Klasse. Zwar nicht gerade billig, aber kann man sich ja auch mal gönnen. Wir fahren jetzt so knapp 12 Kilometer weiter nach Thale. Da wollen wir sehen, ob wir unten bei den Bergbahnen einen Parkplatz bekommen und dort verschiedene Sachen anschauen wollen, Hexenkranzplatz, Osttrappe und so weiter. Und übernachten werden wir dann auf dem Klostercamping Thale eine Nacht noch, bevor es dann morgen früh nach Hause geht und der Urlaub vorbei ist. Tschüss, bis bald! Dann geht's Richtung Seilbahn hier in Thale. Schauen wir dann später, wie der Fluss heißt. So, wie immer gibt auch hier ein DDR-Museum. Übelzahl. Hier der Garten vom Seniorenwohnheim, ganz hübsch zurecht gemacht. Kann man sich ja hier und da schon mal angucken. Hier links ist ein Kletterwald, hast du Lust? Ja? Ja, nö. Da muss ich freihändig die Treppe runterlaufen. Ja, du hangelst dich da runter halt. Ne? Ja, ja. Die sind überall Seile. Naja, wir lassen es mal. Da sind so die Ausflugsziele, wo man überall hinlaufen könnte. Aber wir nehmen erstmal die Seilbahn. Also der erste Anlaufpunkt, die Kabinenbahn zum Hexentanzplatz. Wenn der da links in die Rosttrappe ist. Naja, der dann da oben links wäre. Was heißt das? Da müssen Seil rüberkommen. Naja. Das heißt eigentlich Hexentanzplatz. Der tanzt da. Aha, okay. Ich sag doch der Name. Na gut. Hier haben wir noch ein bisschen Kletterparcours. Aufstieg schwarzer Parcours 18 Jahre. Sind zwar 18, aber nee, lassen wir mal. Geht nur mit einer zusätzlichen Einweisung und einer Zusatzausrüstung. Scheint also nicht so einfach zu sein. Mit Verlusten ist zu rechnen. Der letzte, ja, Mund-Nasen-Schutz natürlich obligatorisch, die Hände desinfizieren. Und dann geht's weiter zur Kasse. Hier war noch ein etwas älteres Modell von Seilbahn. Die neueren, die wir gleich mal sehen, aber hier. So. Bitte gültige Karte einstecken. Dann machen wir das mal. Durchgang 2. So. Ja. Erstmal ins Auge fällt, an die Verpflegung der Touristen ist gedacht worden. Hier nochmal den Überblick. Wir sind jetzt links Richtung Hexentanzplatz.
wohl ein bisschen zu lange hier geblieben. Dann gehen wir mal zum Hexenhaus und anschließend ins Hexenkaffee. Und ehrlich denkt dem Wissen geschenkt, zu ohne Sorgen. Hexenhaus, Hexentanzplatz, Hexenmuseum. Hängt an der Decke, aber er köchelt vor sich hin und stellt nichts runter. Auch irgendwie praktisch. Ja, der Hexentanzplatz soll angeblich ein altsächsischer Kurort sein, an dem vor allem in der Nacht zum 1. Mai die Verehrung der sogenannten Hagedisen, das sind Wald- und Berggöttinnen, Feste abgehalten wurden. Der Ort wurde erst nach dem Verbot dieses Kultes durch die zugewanderten christlichen Franken zum Hexentanzplatz. Es wird überliefert, dass der Platz zur Kontrolle dieses Verbotes von fränkischen Soldaten bewacht wurde. Und diese wurden von als Hexen verkleideten und auf Besen anreitenden Sachsen verjagt. Ein weiterer Kultplatz dieser Art der Sachsen befindet sich auf dem Brocken. Unten auf dem Parkplatz. Und hier steht ein Cappuccino. Oh ja. Ja, schaut mal runter ins Bodetal. Man sieht die Seilbahn. Unten auf dem Parkplatz steht unser Wohnmobil. Der Weg ist gar nicht so einfach hier. Hier hinten sieht man die Rostrappe. Ja, um die Rostrappe gibt es folgende Sage. Dort verfolgte einst der Ritter Bodo von Böhmen die schöne Königstochter Brunhilde. Diese wollte er gegen ihren Willen heiraten. Brunhilde entfloh auf einem weißen Ross, jedoch tat sich plötzlich vor ihr ein tiefer Abgrund auf. Sie setzte mit einem kühnen Sprung zum jenseitigen Felsen über, wobei sie ihre goldene Krone verlor, die im reißenden Fluss versank. Der Verfolger stürzte jedoch in die Tiefe und wurde in einen schwarzen Hund verwandelt, der seitdem im Bodekessel die Krone der Prinzessin bewachen muss. Der Eindruck des Hufes des Pferdes ist noch heute zu sehen. Der Ritter Bodo gab dem Flüsschen den Namen Bode. Das letzte Bild von Frank. Vielleicht. Vorsichtig. Achtung, Ast. Ja. Er hat es geschafft. Ja, hallo vom Bergstation Hexentanzplatz Thale. Sind hier vorhin mit der Seilbahn hochgefahren. Jetzt eine kleine Runde gemacht. Hier gibt es ein lustiges Hexenhaus zu besichtigen, wo alles auf dem Kopf steht. Dann waren wir hier den Aussichtspunkt. Gab es dann noch Kaffee und Cappuccino. Und jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal Richtung Tierpark. Bis später. Folge den Spuren unserer Tiere. Brauchen wir auch noch einen Spurenleser hier. Ich habe hier schon Spuren entdeckt. Das muss ein größeres Tier sein.
Katze, auch ein Mensch mit einem Hund. Braunbär, Ursus Arctos. Tote Beine und Hände. Und was ist das? Die Katze. Ich erinnere mich an ein größeres Kätzchen. Jawohl. Das ist dann keine Katze. Nein. Jawohl. Ah, die haben die Ruhe weg hier. Hier geht's zu den Wölfen. Schauen wir mal. Die kleine Wolfskunde. Wenn ihr einem Wolf begegnet, könnt ihr dann aufgrund der Körperhaltung erkennen, wie er gerade so drauf ist. Ne? Aktive und passive Unterwerfung. Hm. Also Ehre. Ja. Ah, wenn er sich so hinlegt, dann will er mit euch spielen. Ob er sich drauf verlassen kann, weiß ich aber nicht. Hier will er nicht spielen. Hier ist noch ein bisschen Wolfskunde. Ja, wer sich das alles durchlesen will, der muss schon selbst hierher kommen. Der Weg zu den Wölfen geht bergauf. Verstecken ist nicht hier. Der ist jetzt rollig. Hallo. Komm mal raus. Haben wir hier einen Feiner. Und so schön viele Farbe. Ja. Neuere Bezeichnung für die Vorburgbefestigung der tiefer gelegenen Homburg, dem äußeren Sporn des Hexentanzplatzmassivs. Ursprünglich auch als Heidenwald oder Teufelsmauer bezeichnet. Der Sachsenwall. Hexentanzplatz, Tierpark, leider geschlossen, das Bergtheater. Wir haben beschlossen, wir fahren jetzt wieder runter mit der Seilbahn und essen vielleicht eine Kleinigkeit. Bis später.